meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen DM-Haul von mir. Und zwar habe ich heute einen riesigen DM-Haul für euch. Schaut, Leute. Die Tasche ist riesig, vollgestopft bis oben. Ich kann sie fast nicht halten, sie ist so schwer. Und ich möchte euch eben den Inhalt heute gerne mal zeigen, dann kann ich diesen Kram da auch einräumen bei mir. Genau, ich fange einfach mal an. Und zwar, was das erste ist, ist Raumduft Mein Spa Moment Chai. Und zwar sieht das so aus. Ich habe recht viel eingekauft von diesen, weil ich nehme diese mit zur Arbeit und dann tue ich sie ins Büro und dann gibt es so einen schönen Duft. Und jeder, der in mein Büro kommt, findet das immer so toll und sagt, oh, was ist das für ein Duft? Und genau, ich wollte mir einfach so herbstliche Düfte holen und wusste, dass es bei dem super tolle gibt. Genau, das ist mal eine Version. Was habe ich sonst? Ah, Make-up Blender mit Halterung. Und zwar ist das ein Beauty-Schwamm, Leute, mit der Halterung. Das sieht so schön aus. Ich musste mir diesen holen. Und mein Schwamm ist natürlich alt geworden und ich will es mal auswechseln. Und toll fand ich eben diese Halterung. Also man kann es wirklich da reintun und dann tropft das auch vielleicht ein bisschen nach unten und trocknet. Und toll, Leute, toll. Was habe ich sonst? Was ich mir immer hole, Leute, ist das Balea Trockenshampoo für dunkles Haar, für braunes Haar. Das ist super. Das ist, ja, vielleicht seht ihr auch hier ein bisschen, es fettet schnell bei mir. Und mit diesem kann ich meine Haare immer retten, wenn ich keine Zeit habe, mal zu duschen. Und mit diesem Spray merkt niemand, dass meine Haare sehr dreckig sind, wirklich, Leute. Und der Duft ist auch gut und für Balea-Qualität ist das super, weil Baptiste ist ja ein bisschen teurer als Balea, von dem her immer super, hole ich mir immer nach. Dann habe ich mir von DM Evelyn die Seifenduschhalterung geholt. Sieht so aus. Sehr schöne Farben. Und diese habe ich mir geholt, weil ich mir in der Türkei feste Hammamseife geholt habe. Und ich möchte diese eben gerne mal hier rein tun. Und ich hoffe, dass der Duft von dieser festen Seife nicht weggeht und so bleibt wie gekauft. Genau das. Dann habe ich mir von Balea Natural Beauty das Locken-Shampoo geholt. Ihr habt das sicher schon gesehen. Und ich finde es immer so toll, das hat keine Silikone und Sulfate drin und ist für lockiges und krauses Haar gedacht. Ist auch vegan und die Inhaltsstoffe sind auch biologisch abbaubar und ich mag solche Sachen. Und die Flasche fand ich auch sehr toll. Und genau, jetzt möchte ich mal schauen, das ist mit mit Bio Macadamia Öl und Shea Butter. Das riecht sicher toll. Genau, also sehr natürlich, kein Parfüm so und ja, ich bin gespannt, weil ich habe lockiges Haar, jetzt sieht man es nicht so. Aber ich hoffe, meine Naturlocken kommen mit diesem Shampoo noch mehr raus. Genau. Dann habe ich von Evelyn diesen Make-up-Schwamm-Transporter gekauft für die Ferien, dass man das einfach in die Kosmetiktasche reintun kann. Und jetzt bin ich gespannt. Ah ja, man kann es einfach so drehen, dann geht es auf, das Schwämmchen da rein und dann wieder so zudrehen.
Also wirklich super. Und dann kann der Schwamm hier auch atmen oder Luft nehmen und die Bakterien kommen so auch nicht schneller rein. Genau. Dann habe ich von Balea das erfrischende Waschgel mild schäumend geholt für normale und Mischhaut mit Aloe Vera. Ich bin eben jemand, der gerne so Waschgele braucht, um das Make-up zu entfernen. Und aus diesem Grund war meines leer und ich habe mir ein bisschen Vorrat geholt, Leute. Genau das. Dann habe ich von Rexona das Extra Strong 3x Schutz bei Stress, Hitze, Bewegung, Fresh Deo geholt, Maximum Protection. Ich liebe die Rexona Deos, die halten bei mir immer am längsten und bei mir wirken die Deos ohne Aluminiumsalze leider nicht, also ich brauche Aluminiumsalze, Leute. Weil sonst fange ich an zu stinken und schwitze und das wollen wir ja nicht, oder? Dann als nächstes habe ich von Balea den Rasierschaum Dahlia Dream mit dem Duft von Dali und roten Früchten geholt. Das sieht so schön aus, Leute. Ist eine Limited Edition. Die Verpackung ist wunderschön. Die Farbe hat mich auch angemacht. Und ich hatte ja letztes Jahr den Rasierschaum mit Mandarine und den habe ich immer noch in Anwendung, Leute, und der ist super. Also, ich bin zufrieden mit diesen Balea-Rasierschäumen und hole mir diese immer gerne wieder nach. Ja, was sonst? Dann von Ebelin habe ich mir diese Anti-Rutsch-Effekt-Haarspange geholt. Diese großen sind ja jetzt in und ja, ich hoffe, diese rutschen auch nicht und die haben mehr so nahestehende Klammern. Und ja, ich hoffe, diese halten meine Haare, weil ich habe recht viele Haare und dicke Haare und schwere Haare. Und aus diesem Grund gehen die meisten Haarklammern nicht bei mir. Und aus diesem Grund habe ich mir eben diese geholt und bin sehr gespannt. Genau das. Dann habe ich hier zwei Masken und zwar einmal von Schäbens die Summer Dream Tuchmaske mit Ananassaft, Niacinamid und Hyaluronsäure für alle Hauttypen. Und ich liebe ja Ananas, Leute. Ich bin sehr gespannt auf diesen Duft. Das war diese Maske. Und dann liebe ich ja auch Kokosnuss und darum habe ich mir die Balea-Tuchmaske Milky Kokos geholt. Die Verpackung sieht auch schon super aus. Und die macht intensive Feuchtigkeit und reichhaltige Pflege mit Kokosmilch und Hyaluron für jeden Hauttyp. Was haben wir sonst noch? Da spüre ich etwas Flauschiges. Ah ja, genau. Das Flauschige ist, ich habe mir so einen süßen Schlüsselanhänger gekauft, hier mit Gold und drei Bällchen mit sehr flauschigem Fellüberzug hier. Und genau, denke mal, für die Arbeit, für den Arbeitsschlüssel werde ich diesen gebrauchen. Dann habe ich von Balea Hautrein Reinigung Peeling Maske geholt, 3 in 1. Mit Salicylsäure, rosa Tonerde und Zink. Ich bin sehr gespannt. Diese Maske soll rosa sein und genau hat auch sehr tolle Inhaltsstoffe für, wenn ihr so Pickel habt, Ausschläge. Eben mit Salicylsäure ist sehr gut und Zink ist auch gut und Tonerde wisst ihr ja. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, die ist super. Was habe ich sonst noch? Einmal von Balea Limited Edition, die Cremedusche Glossy Touch duftet nach Kirschen und elegantem Sandelholz. Leute, schaut euch diese Verpackung an. Die Duftrichtung schon alles. Also,
Ich bin sehr gespannt, wie die riecht. Ich rieche schnell dran. Ich liebe die Duschgele von dem. Oh ja, der Kirschenduft kommt sehr raus. Und falls ihr Kirschensaft mögt in der Türkei oder die Türken unter euch, ihr kennt das sicher. Falls ihr Kirschensaft mögt, dann müsst ihr euch dieses Duschgel holen. Genau, ich freue mich. Dann habe ich von Garnier Ambre Solaire Over Make-up Super UV feuchtigkeitsspendendes Spray mit Hyaluronsäure 50 Schutz geholt. Und das ist so etwas Geniales, Leute. Das ist ein Sonnenschutz. Für wenn ihr das Make-up eben habt, dann könnt ihr dieses da drauf tun, draufsprayen auf das Make-up und dann habt ihr auch einen Sonnenschutz, Leute. Und 50 ist immer super, weil ich bin jetzt empfindlicher geworden und darum benutze ich nur noch 50. Genau. Dann habe ich von Balea Chocolate Dream die Tuchmaske geholt mit Schokolade, glaube ich. Ah nein, mit Kakaobutter und Mandelöl. Spendet intensive Feuchtigkeit. Die ist so süß, Leute. Schaut euch die Verpackung an. Mit Einhörnchen und Eis und Schokolade. So süß, Leute. Ich freue mich. Das und dann, jetzt haben wir ja kalte Zeit und so graues Wetter, regnerisches Wetter. Und aus diesem Grund musste ich mir von Trekkle Moon den kuscheligen Seelenwärmer Badeschaum mit Pflaume und Zimt holen. Schaut euch die Verpackung an, Leute. So eine süße Katze und die Farbe und Zimt und Pflaume. Ich freue mich so sehr, das Bad zu nehmen, Leute. Your cozy winter day. Und hier habt ihr auch immer eine Duftprobe, dann könnt ihr hier reiben und das ist super. Dann kommt der Geruch und ihr wisst, was euch erwartet. Das. Dann habe ich nochmal eine Shebeens Caribbean Feeling Tuchmaske mit dem Papayasaft, Feigenkaktus und Allantoin, glaube ich, geholt. Die Verpackung hat mich so angesprochen und ich habe es mir auch nur wegen der Papaya geholt, ehrlich gesagt, und wegen dem tropischen Duft. Ich mag das. Genau das. Eine weitere Maske. Dann so von Don Todent, Balea, die Zahnseide-Sticks. Nichts Spezielles, aber täglich benutzen. Dann, was habe ich sonst noch? Oh ja, apropos tropisch und fruchtig und so, habe ich von Balea das Duschgel Caribbean Feeling, duftet nach Kokos und Frangipani, glaube ich, geholt. Ist auch eine Limited Edition. Mit Kokosnuss drauf und schönen Blüten und Flamingo. Ich schmecke jetzt mal dran und rieche mal dran. Ja, also riecht sehr tropisch, Leute. Wenn ihr das mögt, holt euch das. Das. Nachher habe ich von Balea Chocolate Dream Hydrogel Augenpads mit Hyaluron, Kakaobutter und Mandelöl geholt. Das sind so mit Kakaobutter oder Schokolade, wie man dem auch sagen will, Augenpads geholt, die man eben in den Kühlschrank tut und dann am Morgen wirklich hier unter die Augen legt und dann sind eure Augen einfach wach, Leute. Genau das. Ich freue mich auf den Duft. Dann andere Zahnsticks von Don Todent. Ich muss mich eben mit diesen mal befassen und schauen, welche die passendsten für mich sind. Dann, was haben wir sonst noch? Ich habe euch ja gesagt, ich bin ein Duschgel-Freak von dem und darum musste ich mir nach Corona und
nach der Zeit ohne Auto wieder mal in Deutschland zugreifen. Und zwar von Balea wieder das Duschgel Tropic Fantasy, duftet nach Papaya und Mangoblüte. Die Verpackungen sind auch immer so toll, Leute. Also auch eine Limited Edition. Oh mein Gott, Leute, das riecht so toll. Ach, ich möchte schon reinbeißen, so fruchtig und so gut. Genau das. Dann von Balea das Duschgel Totes Meersalz mit Meeresmineralien und Minz- und Limettenduft. Dieses hier. Und ich liebe ja so Zitrusfrüchte und ich freue mich richtig auf den Limettenduft und auf die Minze vor allem auch. Ja, riecht sehr frisch, Leute. Also super sicher für den Morgen, wenn ihr die morgen duscht. Dann, was habe ich noch? Was habe ich noch? Ah. Also, ich habe mir noch den von DM Profissimo Raumspray Eukalyptus und Pfefferminze geholt. Und wie ihr die Türken ja kennt, wir haben fast in allem Eukalyptus drin. Also im Hammam, also in den Seifen, in den Raumdüften eben, wie gesagt. Ja, und Pfefferminze und Eukalyptus, ich mag beides, also darum, ich musste mir das holen. Und eben, ich brauche das in meinen Büros oder in meinem Zimmer und dann, ich mag es, wenn es gut riecht und nicht altmodisch. Und dann, was habe ich sonst noch? Einen zweiten Raumduft von Profissimo mit Bergamotte. Ich habe es mir hauptsächlich wegen der Zitrone geholt. Aber eben, ich bin gespannt. Ich hoffe, das riecht toll. Also, ja, schöne Düfte, dann bin ich dabei, Leute. Was haben wir sonst noch? Dann für alle Brillenträger und Brillenträgerinnen habe ich den Anti-Beschlag-Brillenputztücher geholt. Und diese sind super für den Winter und Herbst, wenn ihr so von einem heißen Raum nach draußen geht oder umgekehrt, dann braucht ihr diese Anti-Beschlag-Putztücher. Dann seht ihr durch die Gläser von der Brille, weil sonst seht ihr ja nichts, oder? Ich bin gespannt, diese habe ich geholt. Dann noch ein zweites Mal das gleiche Duschgel wie vorhin gezeigt am Anfang. Tropic Fantasy, Papaya mit Mangoblüte. Dann habe ich mir noch das Brillenreinigungsspray geholt von DM Visio Max. Verringert das Beschlagen. Wie die Putztücher einfach auch für die Brille zum Putzen, das Putzmittel. Dann habe ich euch ja vorhin von Balea Natural Beauty noch die Spülung geholt. Genau, ist auch mit Macadamiaöl und Shea Butter und für lockiges und krauses Haar. Genau. Noch. Ah ja, meine Düfte, Leute. Da haben wir mal den Raumduft Sonnige Kokosnuss geholt. Ich glaube, das ist Kokosnuss mit Vanille, Leute. Also ich bin sehr gespannt, sehr gespannt. Und dann habe ich noch den Apfelzimt-Raumduft geholt. Perfekt für den Herbst. Kuschelige, schöne Düfte und schöne Zeit. Dann, ich glaube, ich habe nicht mehr so viel. Ah, doch. Also, schauen wir mal. Da haben wir von Balea das Handpeeling mit Wildrosenöl und Aprikosenkernöl, Peelingkörner für einseitig zartes Hautgefühl. Das sieht so schön aus, die Verpackung, Leute, schaut. Also ich weiß nicht, aber Balea und DM, die machen immer die schönsten Verpackungen. Das.
Dann, wenn wir schon eben beim Fruchtigen sind, von Balea die Maske, weiße Mango und Maracuja. Schaut, Leute, schaut. Was sind das für Verpackungen? Das. Dann, ich glaube, wir sind mit den Raumdüften nicht fertig. Und zwar habe ich von Ipuro Cotton Fields geholt. Baumwolle, Duft, frisch, gut riechend. Was will man mehr? Was haben wir da? Dann habe ich wieder von VisioMax meine feuchten Brillenputztücher nachgekauft. Die sind super. Ich habe diese schon, aber meine sind bald fertig und aus diesem Grund musste ich diese nachholen. Dann habe ich von Gillette Venus, vielleicht habt ihr das gehört, für den Intimbereich gibt es einen neuen Rasierer. Die Verpackung sieht schon sehr schön aus. Und mich hat das so Wunder genommen, eben für den Intimbereich, ob es schmerzt oder ob das wirklich etwas anderes ist oder ob es nur Werbung ist. Und aus diesem Grund möchte ich das mal gerne austesten. Nur aus diesem Grund habe ich es gekauft. Dann habe ich mir nochmal ein Duschgel geholt. Jungle Breeze duftet nach Orangenblüten und weißem Pfirsich, Leute. Schaut. Die Verpackung ist einfach nicht normal. So schön. Schnell schauen, wie das riecht. Oh ja. Der Pfirsich kommt so richtig zur Geltung, Leute. Ferienfeeling, falls ihr das schon vermisst, wie ich. Genau. Dann habe ich ein Produkt entdeckt und wollte das unbedingt holen, aber habe jetzt mal gedacht, ja, soll ich jetzt oder soll ich nicht und so. Und jetzt habe ich mich dazu gezwungen oder gedacht, okay, sonst bereust du es wieder. Von Balea Beauty Expert Peeling Cleanser mit 0,8 AH plus 3% PHA. Und das ist ein leichtig schäumendes chemisches Peeling. Sanfte Reinigung mit Patenol und Aloe Vera. Und das ist parfümfrei, Leute. Und ist reinigend. Also ich bin gespannt. Ich habe schon viel von chemischem Peeling gehört. Aber ich möchte es mal austesten, ob das so gut ist, wie alle sagen. Ja, bin gespannt. Habt ihr das schon ausprobiert, so ein chemisches Peeling? Ist das gut oder eher für nicht so? Sagt doch, gib doch Bescheid in den Kommentaren. So, ich glaube, wir sind schon wirklich fast am Ende. Ich hole noch die letzten Produkte raus hier, weil ich wirklich ein richtiger großer DM-Haul wieder mal. Müssen schauen. Ja, das war alles. Die Tasche ist leer. Genau. So, kommen wir zu meinen letzten Produkten. Und zwar habt mich die Funny Pilgrim, kennt ihr sicher auch, dazu angefixt, diesen Eyeliner zu kaufen. Und zwar ist das der Catrice Calligraph Pro Matte Liner Waterproof. 24 Stunden soll er halten. Ich bin gespannt. Selbst sie schwärmt von diesem immer und ich hatte immer einen von Essence, aber dieser geht bei mir nachher immer so kaputt irgendwie mit der Zeit und ich hoffe, dieser ist super. Auch so in dieser länglichen Stiftform. Genau. Dann habe ich nochmal eine Balea-Maske mit Kokos Pitaya. Sehr fruchtiger Haul, Leute. Und ja, ich liebe Früchte. Dann von DM Evelyn den Haarbürsten und Kammreiniger.
Ich möchte nicht mit einer Gabel meinen Kamm reinigen und aus diesem Grund habe ich mir einfach dieses Gerät hier geholt und ich hoffe, das reinigt dann die Haarbürsten sehr schön, nachdem man es ja nass geputzt hat und dann kann man die Haare einfach so rausnehmen. Dann hat man saubere, schöne Bürste. Genau das. Dann, Leute, kommt ihr zu meinem Geheimnis. Ich habe das von Nihan gelernt, und zwar Balea Haarentfernungscreme. Das sieht so aus. Das ist für Leute, welche wie ich dunkle Haare haben, sehr gut, weil dann mit dieser Creme könnt ihr die Haare aufhellen. Also ihr müsst sie nicht rasieren, sagen wir im Gesicht. Bei den Armen hier, ja, keine Ahnung, Damenbart, unter den Achseln, Beinen. Ihr könnt diese einfach einwirken lassen. Es sind zwei Cremen und dann mischt ihr diese zusammen und dann tut ihr es dort auf die Fläche hin, wo ihr wollt. Und dann lässt ihr es so 20, 30 Minuten einwirken, Leute. Und die Härchen sind blond und nicht mehr dunkel. Und ihr könnt nicht mehr gemobbt werden und ihr müsst die Härchen nicht rasieren. Darum holt euch das, Leute. Türken, einfach Leute mit dunklen Haaren, wo euch stören. Und dann könnt ihr diese einfach wirklich, wie es hier steht, unsichtbar machen. Wirklich. Keine Rasur, nichts. Super. Also ich bin sehr zufrieden. Ich habe mir zwei geholt. Ich benutze das immer. Und dann nochmal ein Deo von Rexona Maximum Protection. Extra Strong mit Limette und Wasserlilie. Duft. Genau. Sehr schön. Gibt es bei uns hier in der Schweiz so in dieser Art nicht. Genau. Ja, Leute, das war schon eben mein riesiger DM-Haul. Ich hoffe, es hatte etwas für euch dabei und ich habe euch angefixt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns sicher bald wieder. Tschüss, meine Lieben. Ciao, ciao.